Und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Tangle X auf der Nintendo Switch. Ich bin natürlich von Lyria Gameplays als Hobby. Ihr seid immerhin auf meiner Kanalseite oder auf meinem Video. Da ist es natürlich logisch. Wir sind unterwegs mit Gewaltro beim Online-Rang-Matchkampf und kommen zu langem rein mit ihm, hoffe ich doch. Und wir nehmen jetzt einfach mal den nächsten Kampf und versuchen mal, den Kampf zu gewinnen. Wäre zumindest abwechselnd ganz schön. VT-Check aus England mit 234 Siegen und Hutena. Hätte ich jetzt eigentlich quasi verloren. Als Pflanzen-Pokémon, ich glaube sogar auch Gift. Und sie ist genau beides, Fire Psycho, alles was Gutes ging nicht. Man kann das lenken. Schon wieder so scheiß Spammer. Toll. Ah, gegen sowas hat man doch keine Chance. Toll, ich hab schon gedacht, Schicksal auf dem Boden. So müssen. Nein! Na, toll. Jetzt gab natürlich schon längst wieder verloren. Und da verliere ich wieder meine ganzen Punkte. Ich war ja so gesehen erst kurz vor so gesehen in der Nähe einer Aufstiegsrunde zur Gruppe C5. Na gut, da kommen wir auch wieder hin, hoffe ich doch. Wir haben ja noch 5 Kämpfe mit Gewaltro. Mal gucken, ob wir da was ging. 4. Ob wir da noch was gewinnen. Da kommt ja wieder irgendwas anderes dran. Da haben wir schon die nächste Herausforderung. Mal schauen. Ach, er schon wieder aus Deutschland. Na, diesmal gewinne aber ich hier. Kurio, willkommen zurück. Auf in den Kampf, Gewaltro. Nein! Oh. Oh.
Das ist immer so eine Glückssache, was er da macht. So eine 50-50-Chance. Ah, scheiße. Okay. Habe ich mich falsch entschieden eben gerade. Wie gesagt, so eine 50-50-Chance. Was macht der? Greift er an? Tut mich angreifen oder nur greifen? Also, ne? Greifen oder angreifen? Greifen, greifen. Ach komm! Mein Blätterwirbel hat noch getroffen. Ach komm, der war da doch in meinen Egelsamen drin. Was soll denn das? Kickstar. Schon wieder 1-1. Beide tauchen da auf und wer gewinnt, er. Nein! Oh. Das regt mich so auf. Ich hasse diese Attacke. Na, geht doch. Liegt da. Woo. Geht doch. 2-1. Na, oh. Ein Sieg! Mhm. Gute Bewertung. 5-5-5. Nein. Aufschießrunde da, schon wieder direkt. Ja, cool. Dauert natürlich noch ein paar Kämpfe. Da brauchen wir noch ein paar Punkte mehr, aber es steht schon mal wieder. Das ist schon mal gut. Ein Rangabstieg, Aufstieg. Fähigkeitsstufenaufstieg, nicht Rang. Und ja. Dann der letzte Kampf in diesem Video. Mal schauen, gegen wen wir kämpfen dürfen. Ich hab da gewusst, dass ich diesmal gewinne. Sehr schön. Nächster Kampf. Eine neue Herausforderung. The Big Bob aus Deutschland. Hallo, noch immer aus Deutschland. Sehr schön. Siege 54. Mit Macho Mike, Gruppe D4. Mal schauen, wie es wird. Macho Mike kann ja wirklich mies sein. Bei der Stärke, die er da hat. Ach ja. Scheiße. Mal meine Attacken zu kennen und dann sowas. Na, so, na gut, okay. Okay, ich muss den Spieler erstmal kennenlernen.
Gut, dann zeigen wir jetzt mal, was wir können. Mann, man sieht, man erkennt es an seinem Lauf, dass er mich greifen möchte. Bitte schön. Was? Was haben mein Gegner? Na toll. Was? Oh. Das ist jetzt Dämlichkeit. Scheiße. Big Bob, du hast Glück gehabt. Aber wirklich, also, dass der Dick da jetzt irgendwie verfrüht schon rauskommt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der gräbt sich so lange durch, bis er beim Gegner ist. Und darauf habe ich ja nur gewartet, weil die sich ja dann meistens blocken. Und dann hätte ich ihn einfach wieder nur greifen müssen. Shit. Trotzdem, herzlichen Glückwunsch, Big Bob. Das Glück kann man natürlich auch mal gewinnen, das habe ich auch schon öfter gehabt. Okay. Tja, das war's mit der heutigen Folge mit den drei Kämpfen mit Gewalto bei Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Ich bin von mir Gameplays als Hobby und ich hoffe, es gefällt euch noch weiterhin mir zuzuschauen hier. Ab nächste Woche habe ich Urlaub, da habe ich auf jeden Fall viel mehr Zeit zum Aufnehmen. Vielleicht mit euch auch online zu zocken, mal gucken. Ich hoffe, ihr seid dann auf jeden Fall wieder dabei, wenn der nächste Teil kommt und auch bei anderen Let's Plays. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.